Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Lieber Herr Kollege Hafke, das sei Ihnen gegönnt, auch noch vielleicht für 1, 2, 3 Monate, dass Sie sich in jeder Rede erst mal daran abarbeiten, was für einen Scherbenhaufen Sie vorgefunden haben. Aber lassen Sie sich auch gesagt sein, das wird nicht dauerhaft funktionieren. Irgendwann werden Sie den vollmundigen Ankündigungen auch tatsächliche Konzepte folgen lassen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja sozusagen die familienpolitische Gretchenfrage, auch wenn Herr Hafke sich dazu mehrheitlich nicht auslassen wollte, weil er weiterhin bei der Geschichtsaufarbeitung ist. Aber irgendwann werden wir vielleicht auch zu der Sacharbeit zurückkehren, denn ich glaube, das sind wir den Familien in Nordrhein-Westfalen tatsächlich auch schuldig. Und natürlich stehen wir vor der Herausforderung, dass familiäre Bedarfe und wettbewerbsorientierte Arbeitsstrukturen zuweilen in einem Spannungsverhältnis stehen. Und es ist Aufgabe einer modernen Familienpolitik, dort das ausgleichende Maß zu finden. Und klar ist doch auch, und Herr Hafke, ich hoffe, da sind wir uns einig, trotz aller einschränkenden Tatbestände, die Sie gerade aufgeführt haben, klar ist doch, dass die Arbeitswelt familiengerechter werden muss und nicht die Familien arbeitsweltkonform. Und Unternehmen, aber auch öffentliche Institutionen sollten über Familienkonstellationen informiert sein. Sie sollten anerkennen, dass auch familiäre Aufgaben genauso wichtig sind wie die beruflichen. Und sie sollten zeitliche Strukturen des Familienlebens kennen. Dann ist es nämlich auch in Schichtarbeit möglich, dass man bestimmte individuelle Vereinbarungen miteinander treffen kann. Soweit zumindest diejenigen Studien, die sich mit moderner Familienpolitik und dem Dreiklang aus Zeit, Geld und Infrastruktur befassen. Wir müssen eine Familienpolitik gemeinsam, hoffe ich, auf den Weg bringen, die sich genau an diesem Dreiklang orientiert. Zeit, Geld und selbstverständlich Infrastruktur. Wir brauchen Zeit für Familien. Wir brauchen ein wirtschaftlich existenzsicherndes Einkommen, damit eben die Familien hier die Grundlagen, die wirtschaftlichen Grundlagen haben. Und wir brauchen ein Angebot eines Bedarfs, einer bedarfsorientierten Infrastruktur. Und die Bedarfsorientierung richtet sich nach den Bedarfen der Familien und der Kinder und eben nicht nach den Bedarfen von Unternehmen. Das muss an der Stelle auch klar sein. Und dieser Dreiklang ist nicht nur eine Frage für eine familiengerechte Gesellschaft, sondern es ist auch eine zentrale Frage, wenn wir über eine geschlechtergerechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen. Und die derzeitigen Betreuungsmodelle und vermögen eben nicht, diese bedarfsorientierte Infrastruktur abzubilden. Starre Buchungszeiten, Kollege Melzer hat darauf hingewiesen, aber auch Öffnungszeiten der Kitas entsprechen oftmals eben nicht den realen Bedarfen der Kinder und vor allem der Familien. Ich will aber auch noch mal sagen, dass Flexibilisierung, auch wenn wir das jetzt natürlich an der Stelle auch ein Stück weit mit forcieren wollen und auch da gerne an Ihrer Seite stehen, wenn es um vernünftige Konzepte geht, aber Flexibilisierung darf kein Selbstzweck sein und es darf auch nicht rein um die Verfügbarkeit elterlicher Arbeitskraft für den Job gehen. Aber eine Bedarfsanalyse ist doch durchaus sinnvoll, damit das Mantra von der Flexibilisierung, und Herr Hafke und Herr Tigges, da haben Sie auch im Moment nichts anderes vorgetragen als, ja, wir brauchen Flexibilisierung und Flexibilisierung und hier und Flexibilisierung da, aber wir brauchen auch eine stichhaltige Grundlage. Und Herr Hafke, da bin ich doch ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass das natürlich auch Teil kommunaler Jugendhilfeplanung sein muss. Da sind wir doch gar nicht auseinander. Warum also bleiben wir da an der Stelle in diesen Schützengräben und der Geschichtsaufarbeitung hängen, anstatt uns vernünftiger moderner Familienpolitik zu widmen? Und klar ist auch, dass das Wohl des Kindes bei der Debatte immer im Mittelpunkt stehen muss. Klar ist, das Prinzip 9 Stunden sind genug, ist handlungsleitend für unsere Politik. Und der Anspruch der frühkindlichen Bildung, um dem gerecht zu werden, müssen wir uns auch darauf verständigen, dass es eine bestimmte Kernzeit gibt, in der die Kinder in der Kita sind. Sonst kann Kita den Anspruch frühkindlicher Bildung nicht einlösen. Und die Unterstützung in Randzeiten, vor allem für Eltern in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, aber speziell auch für Alleinerziehende, die können helfen, natürlich. Und es geht vor allem darum, Familien zu helfen, existenzsichernde Beschäftigung zu haben und diese damit vereinbaren zu können. Aber auch dort geht es darum, dass wir nicht die existenzsichernde Beschäftigung und die Vereinbarkeit der einen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen der anderen und erschwerter Vereinbarkeit von Erzieherinnen und Erziehern mit ihren Familien bezahlen müssen. Längere Öffnungszeiten, Herr Hafke, Sie haben es gesagt, und ich hoffe, Sie werden es bei Ihrem Förderungsfinanzgesetz auch berücksichtigen. Längere Öffnungszeiten in Kitas bedeuten mehr Personal. Das ist sehr richtig, und das brauchen wir dringend im System. Und bei der Frage ergänzender Kinderbetreuung, das Modellprojekt von
vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Sonne, Mond und Sterne, ist angesprochen worden. Das ist eine sinnvolle Ergänzung und es kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Aber nur dann, wenn auch das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse beinhaltet und eben nicht Ehrenamtlichkeit und Arbeit über Übungsleiterpauschalen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein neues Gesetz muss den Betreuungsbedarfen von Eltern Rechnung tragen und vor allem das Wohl des Kindes im Blick haben. Und ich will noch mal sagen, die Flexibilisierung ist in Ihrem Modell ja Stufe 4. Dann machen Sie eine Vorstufe 4, denn wir haben es im Ausschuss auch schon mehrfach erwähnt, wir müssen diese Stufen, die Sie aufgerufen haben, gleichzeitig zünden, denn sonst werden wir nur ein Stückwerk haben, von dem die Kinder und Eltern in Nordrhein-Westfalen nichts haben. Dankeschön.